Ja, meine lieben Freunde, und da ist der einarmige Bandit wieder, okay, achtfingerige Bandit. Wir sitzen hier immer noch schön versteckt unter unserem Bett. Ich habe auch nicht wirklich das Verlangen, hier mich wegzubewegen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen mal früher oder später. Leider. Weil es gibt wie immer nur den Weg nach vorne. Falscher Knopf. Ich mag das nicht. Ich mag es absolut nicht. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich hier durch den Haupteingang durch soll oder durch diese kleine Nebentür. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich hab's zu einem anderen Bett geschafft. Das sollte man mir hoch anrechnen. Natürlich ist hier nur eine Batterie. Damit wurde mir aber gerade meine Entscheidung erleichtert, durch welche Tür ich den gleich abholen dürfte. Durch die. Es war erleichtert, aber nicht verbessert. Fuck. Ich glaube, er ist erstmal weg. Der Idiot. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße! Ich will hier unter meinem Bett bleiben. Ich will unter meinem Bett bleiben. Bitte, bitte, bitte lasst mich hier. Ich will nicht da raus. Scheiße. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Ah! Oh, verdammte Scheiße. Okay. Kommen wir nochmal zu der Alt-F4-Option. Zufälligerweise zurück. Ach komm.
Ist so ein schlechter Scherz jetzt. Au! Au! Lass mich in Ruhe. Scheiße, die linke Maustaste halten. Ah! Hurensohn. Okay, komm, dann laufen wir noch eine Runde. Ich mag es, mit dir zu laufen. Scheiße, halt mich nicht auf, block mich nicht, ihr Mist. Ich glaube, die Tür ist Schrott. Lauf, Kollege, lauf. Oh, Lüftungsschacht. Wer hat denn den Lüftungsschacht? Oh. Oh, fuck you all, Alter. Fuck you all. Motherfuckers. Oh. Nackte. Yeah, ein Dokument. Ah, Versetzungsantrag. Okay. Scheint hier für die Kapelle oder so zu sein. Schlüssel. Fuck this. Dieser verfickte Opa, Alter. Dieser verfickte Opa hier. Los jetzt. Fuck you all, Alter. Na toll, hat den Aufzug kaputt gemacht. Und das ist so kurz vorm Ausgang. Dieser Wichser. Was sind Wichser, ey? Richtiger Wichser. Hurensohn. Mann! Ich war doch fast draußen. Hättest du mich nicht in Ruhe einfach rausgehen lassen können? Arschloch. Notizen. Dr. Traeger. Okay, Traeger, dieser verrückte Scheißkerl hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Lecker. Ich sehe, wie er immer noch jemanden ermordet. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet.
kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Goldschläger im Kofferraum seines Audis. Ich glaube nicht, dass der noch Auto fährt. Ich verwette meine restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesen Ort infiziert hat, verändert hat. Ich will hier weg. Ich will meinen verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Traeger stirbt. Ne, der ist, glaube ich, gerade gestorben. Die Herstellung von Traegersaft. Geil. Schritt 1. Drücken. Kann ich hier einfach die fucking Treppe nehmen? Aber das Problem ist so schön, dass er hier jetzt auch tot ist. Und was mit unserem Fetti? Was mit unserem Relaxo? Das dürfen wir nicht vergessen. War ja auch noch da. So. Okay. Ein Viertel von 9. Er speichert mal wieder, ja, supi. Also hier drunter könnte man sich theoretisch auch noch verstecken. Es sieht so aus, als ob hier so ein Klops durchgekommen ist. Okay. To burn it. All of it. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Yeah. What would that mean? Sure, okay. Sure, okay. Ich verstehe, warum du ein Feuerchen machen wolltest.
Aber wahrscheinlich ist die Sprinkleranlage an. Das war's dann auch mit der etwas glücklicheren Musik. Toll! Toll! Fick dich! Nein, fick dich! Fick dich einfach, nein! Nein, nein und nochmals nein. Ich werde jetzt hier stehen bleiben. Und diese nette Folge einmal abmoderieren. Wie immer, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Und ciao, ciao.